Moin, willkommen in Bad Segeberg. Seit Anfang 2024 fahren auch auf der Regionalbahn RB82 Stadler Flirt Akkutriebwagen zwischen Bad Oldesloe und Neumünster. Sie haben die vorher hier eingesetzten Dieseltriebwagen Lind 41 abgelöst. Und so sah es 2023 aus, als noch die Dieseltriebwagen fuhren. Auch diese Aufnahmen vom Bahnübergang in Bad Segeberg an der Hamburger Straße stammen aus dem Jahr 2023. Hier sehen wir von der Brücke der Oldesloer Straße auf die Bahnstrecke. Ein Zug kommt aus Bad Oldesloe an und fährt zum Bahnhof Bad Segeberg. Als ich im Sommer 2024 in Bad Segeberg war, galt wegen Bauarbeiten ein Sonderfahrplan. Viele Züge fielen aus. Daher konnte ich leider nicht an allen Standorten die Akkuzüge filmen. Thank you.
Nun folgen wieder Aufnahmen aus dem Jahr 2024. Wir stehen zwischen Klein-Gladebrücke und Mielsdorf an der Straße Alte Ziegelei. Ein Akkuzug fährt gerade am Haltepunkt Altengörs ab. Etwa 10 Minuten später kommt der Gegenzug in Richtung Bad Oldesloe. Zum Vergleich seht ihr die Aufnahme aus dem Jahr 2023 mit einem Dieseltriebwagen. Und hier sind wir in Altengörs. Ein Dieseltriebwagen kommt aus Bad Oldesloe an und fährt weiter nach Bad Segeberg. Dieser Bahnübergang liegt an der Raiffeisenstraße bei Bühnsdorf. Wir wechseln wieder ins Jahr 2024.
Ein Akkuzug hält in Wackendorf 1 und fährt weiter nach Bad Segeberg. Am Bahnübergang Seefeld seht ihr wieder erst 2024 den Akkuzug, dann den Lind 41 in der Aufnahme aus dem Jahr 2023. Am Bahnübergang Pockensee schließt sich die Schranke erst kurz vor der Durchfahrt des Zuges. An diesem Wochenende im Juli 2024 herrschten Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Kiel. Einige Güterzüge sollten über Bad Segeberg umgeleitet werden. Deshalb fielen mehrere Regionalbahnen zwischen Bad Oldesloe und Neumünster aus. Hier seht ihr zwei Dieselloks, die vermutlich einen Güterzug nach Neumünster gebracht haben und nun nach Bad Oldesloe zurückfahren. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.